willkommen zu einer kleinen Info. Nein, keine Info-News mehr. Nein, die Zeiten sind vorbei. Denn beziehungsweise die Open Beta ist nun da seit Mittwoch. Nicht nur für den ITS 2, sondern natürlich auch für den ATS. Richtig. Und wir werden heute Abend ja um 20 Uhr gucken wir uns anhand eines Livestreams das nochmal genauer an. Wir werden einige Details nochmal genau überblicken. Und zusätzlich, der Kai hat schon ganz viele Fehler gefunden, die wollen wir uns auch noch anschauen. Unabhängig davon von den Fehlern. Open Beta, ne? Logisch, da können auch Fehler enthalten sein. Ne? Ganz, ganz wichtig. Aber man kann ja schon mal drüber gucken, wo hier Bedarf da ist. Und das dann SCS mitteilen. So, ich habe ja gesagt, ich werde mir jetzt von, oder nach dem Urlaub, ich war jetzt einige Tage weg, 8 Tage waren es, habe gesagt, ich komme nach Hause und gucke mir die Beta nicht an, zumindest nicht zum kleinen Teil. Und habe jetzt gestern schon mal ein bisschen geguckt, aber wir machen es heute genau andersrum. Normal zeige ich ja euch was so Neues, heute drehen wir den Spieß mal um, heute zeigt ihr mir was Neues, ne? Und das machen wir dann anhand alles des Livestreams. Ich bin schon gespannt, was dann heute Abend passiert. Wird bestimmt ganz interessant. Was ich für mich schon so entdeckt habe, ist dieser Abstandsassistent. Den finde ich richtig gut. Das heißt, du kannst dem Traffic hinten nicht mehr drauf ömeln. Was wiederum gut ist, denn Schaden, ne? Wisst ihr selber, gerade beim Traffic und so. Ihr wisst ja, manchmal läuft es nicht so, wie es laufen soll. Und da hilft dir dieser Assistent relativ gut. Finde ich gut. Finde ich eine tolle Sache. Ist überfällig. Diese Funktion. Da bin ich heute Abend mal gespannt, wie wir uns das nochmal anschauen. Ne? Ich weiß nur, dass es beim Traffic gut funktioniert. Aber wenn du gegen eine Mauer rammelst, da sieht es schlecht aus im Spechthaus. Ne? Da ist nämlich Knautschzone gleich 0. So. Was haben wir noch? Österreich Überarbeitung. Da bin ich ja sowieso heiß wie Lumpis, wie Nachbarslumpis. Ne? Oh, mega. Hier Österreich. Ja, bam. Oh, da bin ich schon gespannt. Das wird richtig heiß, aber so richtig heiß. Firmenlogos sind überarbeitet worden, alte. Bin ich auch gespannt, welche Firmen und was da so mit dabei ist und wie es dann aussieht. Gucken wir mal. Dann haben wir hier so solche Sachen, so mit lizenzierte Logos und Firmensachen, Factory Parts und so. Das würde mich jetzt eher so sekundär interessieren, eigentlich nicht so wirklich, weil mich das jetzt irgendwie nicht spieltechnisch weiterbringt. Ne? Aber es ist ein schön kleines Gadget, kann man mal mitmachen. Was ich hier toll finde, genau Kilometeranzahl, auf den Autobahnen, das finde ich ja mega, auch schon ganz, ganz lange hätte das schon kommen sollen. Ich kenne das nämlich noch aus der Reiskorn-Map, wer es kennt, von German Truck Simulator, die Zeit früher, ganz lange her schon, hatten wir diese Anzeige auch schon. Das finde ich richtig gut, das muss einfach drauf, dass man weiß, wie lange das, oder wie viele Kilometer habe ich dann noch vor mir, bis ich in Berlin bin hier zum Beispiel. Ne? Finde ich richtig gut, wirkt auch authentisch und macht es schöner. Ne? Finde ich gut. Finde ich richtig klasse. Ich hoffe, dass es dann auch überall auf der kompletten Map so ist. Bin ich mal gespannt. Aber es muss überraschen, denn das weiß ich nämlich nicht. Ich habe es aber schon gesehen. So, was haben wir noch alles? Ja, genau. Erkundung der nicht markierten Straßen. Da gibt es auch ganz viel, wo man hier fahren muss und dann hast du hier so praktisch jetzt offen und dann musst du da langfahren. Finde ich auch ganz spannend hier. Vor allen Dingen, das sind ja dann so Straßen, die wir eigentlich wahrscheinlich, die vorher, hier sieht man es auch ganz gut hier unten, die gesperrt waren und jetzt sind sie natürlich dann offen. Und dann neu in dem Fall, da bin ich mal gespannt. Also es muss sehr, sehr spannend sein. Ne? Es sind wahrscheinlich Straßen, die waren gesperrt, konnte man nicht durchfahren wegen diesen Symbolen. Und jetzt funktioniert es. Aber wir gucken mal. Ich hab's mal gucken. Ne? Was haben wir noch so alles Neues? Intelligente, sequentielle Getriebe oder Shifting. Ne? Da bin ich mal gespannt. Gut, ich fahre jetzt eher hier mit Knüppel. Heute Abend wahrscheinlich mit Automatik, denn das werde ich heute Abend nicht tun. Gucken wir mal, was das genau ist. Schauen wir, was haben wir noch. Innenkamera, Perspektive in der Kamera, kann man sich daraus zu sperren, unabhängig von der besonderen Kamera. Man schaut, was das hier für ein, was das sein soll, ne? Keine Ahnung, muss mal gucken. Alles testen, Ich habe gesagt, ich teste noch nicht alles. Ich will mir das heute Abend mal gepflegt anschauen. Das habe ich mir zumindest schon mal eingerichtet aufs Lenkrad. Habe ich mir hier 4 Tasten ins Lenkrad geknöppelt und da habe ich das jetzt mal drauf hingelegt, ne? Einfach mal zu gucken, wie das aussieht und habe schon mal kurz getestet. Dann, okay, oh gut, ganz hoch, runter. Herrlich. Schauen wir mal. Einfach mal testen. Und hier sieht man nochmal die komplette Überarbeitung. Aber das gucken wir uns heute Abend alles im Livestream an. Gemeinsam mit dem Kai, der schon ganz viele Fehler entdeckt hat und natürlich jetzt ein enormes Fachwissen hat. Denn der hat die Beta schon komplett auseinandergenommen, sozusagen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann heute Abend wird. Und ihr dürft mir natürlich gerne helfen, unterstützen heute Abend um 20 Uhr. Und dann gucken wir doch mal, wie das hier so abläuft und was dann so alles passiert. Bin ich gespannt, freue mich schon drauf, bin schon ganz heiß drauf. Ich habe mal, wie schon gesagt, noch nicht alles angeguckt. Aber wir gucken.
Gut, dann wisst ihr Bescheid. Dann sehen wir uns heute Abend 20 Uhr und euch weiterhin viel Spaß mit Open Beta. In diesem Sinne, knittefreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios. We'll be right back.